Fall mit einem starken Start. Pads nochmal in die Mitte. Schönes One-Two-Play mit Mate. Der Winkel ist ekelhaft. Der Winkel ist fantastisch von Mate. Diesen Winkel, den musst du erstmal so treffen. Pads bringt den Ball nach unten und Mate, wie auch immer, über 90 Grad. Einfach wie ein minderer oder ein kleinerer Gegner aus, als sie es tatsächlich sind. Das ist eine ganz, ganz große Klasse hier von Karlsruhe. Und Rian antwortet ebenfalls mit einer richtig klasse Aktion. Was ein Read von der Sidewall. Solche Dinger brauchst du, wenn du gegen ein piekendes Kid SC zurückkommen willst. Damit das hier nicht zu größeren Problemen führt. Jetzt allerdings mal ein Rogue-Touch von Pets. Wird er gepunished? Latte down! Und Levo macht den Ausgleich. Also, da hat mal Karlsruhe nicht gut aufgepasst. Einmal verpasst Pets den Ball gerade so und dann Percy vorne drin. Auch zu tief gesprungen, einfach schneller gewesen. Gerade mal das Entree, was hier kommt. Percy lässt durch für Mate. Backboard, Double-Tap, Triple-Tap, Mate! Mate kann es auch alleine, er braucht sein Team am Ende gar nicht. In dem kleinsten aller möglichen Winkel hat er die Kontrolle mit dem 180-Grad-Drehung, macht er den Ball hier aufs Tor von Osnabrück. Der wäre zwar an die Latte, aber Mate auf Nummer sicher. Jetzt hier drei Leute vorne drin, das war die sie unten links, 1-0 und das ist das Letzte, das ist die Entscheidung. Mit SC Lornmaus aus Karlsruhe holen sich hier das Game gegen die OSGG. Kalkuliert ihn, das Pin-Dry mit Boost, mit Platz, Reset, First Touch, Reset, benutzt und 1-0 für Kiel. Jörg ist vom Stuhl gefallen oder hat vergessen sich zu entmuten, ich weiß es nicht. Auf den Lorbeeren ausruhen, sag ich mal, ist nie gut. Klar, System umschmeißen sollte man jetzt nicht, weil das System funktioniert weiterhin wundervoll. Es ist natürlich mal wieder Wano, der 2-Meter-Plus-Mann, der hier vorbei an allen Orangen verteidigen. Ja, gut. Sehr, sehr gut. Dieser erste Look hier von Berlin Phoenix und insbesondere von Knackflow 06. Was für eine Rakete. 125 km/h, da war kein anderer Spieler dran. Der Backline, der Kieler. Berlin möchte dieses Spiel jetzt auf 7 zwingen und das schaffen sie auch. Und natürlich, wer auch sonst, der Tiger, er wetzt die Krallen, er wetzt die Zähne, eben noch mit der Demo auf Phoenix. Iron Angriff trotzdem noch weiter im Anrollen. Da geht's nach vorne, Phoenix, der Pinch nach oben, nimmt hier zumindest kurz den Pace raus. Keiner hat Backboard, war nur Double-Tap-Möglichkeit, kein Boost mehr. Das ist Petroy! Und das Dach, 2-1, das kannst du mir nicht erzählen. Vanu hat keinen Boost. Fake dadurch zwei Gegenspieler an. Oder ob Osnabrück hier weiter in Richtung Sieg marschiert. Guter erster Pass und ein noch viel besseres Placement von Rian. Ganz, ganz fein gemacht. Den kannst du nicht besser schießen. Absolut lecker. Langsam geht hier auch Bremen die Zeit verloren. 30 Sekunden haben sie noch, um hier irgendwie ihre Saison zu verlängern. Und die gibt's nicht. Die gibt's nicht. Levo mit dem Knockout-Punch. Das wird's gewesen sein. Der Ringrichter zählt an. 22 Sekunden rein. So, genau das hat er getan. Und München wieder mit dem langen Clear aus der einen Hälfte raus. Dieser Bounce ist sehr glücklich für sie. Und dieser Bounce wird direkt genutzt. Da hat man ein bisschen, ja, vielleicht ist es das Glück des Tüchtigen, aber man hat irgendwas auf jeden Fall gefunden. Peter einfach mal drauf und dann funktioniert's auch. Wadi, die Series ist auf jeden Fall eine undankbare. Für uns in unserer Kommentatorenkabine, für die Spieler auf dem Platz vielleicht auch. Wadi streckt sich, aber er streckt sich nicht genug. Das alte Münchner Problem. Es kommt hier wieder zu weit vorne. Und Carlos, ja, wir haben es angesprochen im Pre-Talk, er ist der Speed Demon und er ist da. Und München, sie brauchen dieses eine Tor am besten noch etwas vor den letzten 30 Sekunden, einfach um unserer und der Spieler Mäntel und Herzen willen, damit ihr keinen Herzinfarkt bekommt. Geht aufs lange Ball und er findet es vor. 2-0 für RWU. Für Ravensburg-Weingarten. Venox sucht Carlos, findet den Pass nicht, findet Peter, der wieder einmal unfreiwillig vorliegt. Aber die Zeit, alle Zeit der Welt hat er. Das spielt Berlin so kalt, so entspannt aus. Sie lassen Osnabrück rausrücken. Schaut's euch an. Starapto dived. Hyrule findet die Lücke und schließt super stark ab. Zweites Tor. Da lege ich mich fest. Das müsste aber schon her, um sich dann so richtig dafür zu belohnen. Vielleicht so. Vielleicht so. Über Levo mit Liebe schlänzt er den ins lange Eck. G
Genialer Pass von Schairaptor. Schau den an, wie sanft er den Ball anstreichelt. In Osnabrück gerade auf Konterchance unterwegs und das lohnt sich. Berlin versucht Osnabrück einzuschnüren und dann werden sie eiskalt ausgekontert. Tigre um Zentimeter nicht mehr am Schuss von Rian. Tigre vorbei an einem, na, bei Rian ist dann Schluss. Oh, Schairaptor, oh, da lässt sich da sehr, sehr ärgerlich den Ballbesitz abknöpfen. Nein, oh mein Gott, das gibt's nicht. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Tigre auf Gnackflo. Eine Rocket League-Symbiose. Hingehört, zugeschaut, so wird's gemacht. Spieler bleibt ungestraft. Trotzdem auf der anderen Seite versucht man es vielleicht offensiv nochmal andersweitig was zu machen. Starker Flick kommt durch. Pats findet den Engel. Macht ihr zweites, ist auf bestem Wege in Richtung Hattrick. 5 Schüsse schon gemacht, 2 Tore. Einfach stark. Flick selber aufgelegt. Dann einmal rechts, links, Schlangenlinien. Dadurch ergeben sich potenziell natürlich noch mehr Räume über die Ravensburg-Weingarten. Dann zu Kontern kommen kann. Das ist wundervoll gespielt von Patz und Matte. Karlsruhe lässt sich nicht lange bitten und tanzt sich durch die orange Defensive. Sie aber zu weit nach hinten gerückt, um hier nochmal einen Schuss aufs Tor zu bringen. Weiterhin 0-0 diese Nummer. Percy und Patz ins Herz von Ravensburg-Weingarten. Nach 4 Minuten 26 Sekunden